Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stellaris. Da sind wir mit den Alpha-Gamarinen, die sich mittlerweile ein bisschen, oder momentan ein bisschen besser schlagen als ihre Vorgänger. Ihr wartet immer noch. Nein, sie werden gerade verbessert. Okay, 90%, beste Zahl übrigens. Forschungsschiff Trojan. Du hast alles getan, worum ich dich gebeten habe? Irgendwie nicht. Ach, da muss eins ausgelaufen sein. Naja, ist nicht so schlimm. Ach nee, guck mal, du sollst die machen. Dann mach du die doch wirklich und du stattdessen... Wir haben eine Menge, was wir noch erforschen können hier, weil wir noch uns umschauen könnten. Ich bin geneigt, mich dahin nach oben zu wenden, einfach um dort eine Grenze zu etablieren. Kontinentale Welt. Egal. Geh mal hier hin und dann gehst du hier hin. Okay, wir haben ein neues Konstruktionsschiff. Das könnte hier zum Beispiel mal eine Forschungsstation hinsetzen. Es könnte genauso... Nee, das ist nicht mehr unseres. Toll. Sechs, nochmal sechs Mineralien verloren. Oh Mann. Trotzdem haben wir ganz gut Mineralien momentan. Du könntest hier Forschungsstationen hinbauen. Oh, aber lieber hier erstmal welche. Kostet nur minimal mehr. Das ist immer noch nicht uns. Haben sie wahrscheinlich gleich wieder oder bald wieder alles auf. Nee, haben sie noch nichts gebaut. Das ist dumm von euch. 12 Energie. Danach würde ich mir die Finger lecken, Freunde. Du könntest aber hier noch Bergbaustationen bauen. Ja, für mehr Credits. Und... Obwohl, das machst du wahrscheinlich gerade, ne? Ja, machst du. Okay, also nochmal. Du sollst da oben bauen. Alles abbrechen. So. Bau da oben. Dann bau hier. Dann bau alles hier. Könnte ich denen auch zukommen lassen, aber will ich nicht. Ganz ehrlich, will ich nicht. Das ist nur nicht für den Sektor bestimmt. But I guess hier bau Domsektoren. Okay, wir haben wieder ein bisschen Zeug, aber ich will jetzt erstmal bei diesen hier überall einen Raumhafen stehen haben. Arbeitslosigkeit, das ist schlecht. Du hast nichts zu tun. Und es ist immer noch positiv, das ist okay. Geh doch da oben hin. Ich meine, hallo? Ist doch wohl logisch. Und dann habt ihr sogar noch mehr positive Nahrung. Und hier werde ich einfach... Wir brauchen echt noch mehr davon, deswegen mehr einfach... Aber... Ich hätte gern Veredelungskomplex, ne? Aber der bringt hier eh nicht so viel. Militärakademie. Baugeschwindigkeit für Armeen und Schadensbonus. Oh, nice. Okay, das ist ein Gebäude für einen Planeten. Das ist nett. Wie wäre es mit einem einfachen Kraftwerk, damit du ein bisschen die Ökonomie hier selbst schützen kannst? Debris analyzed. Okay. Massenbeschleuniger, sehr gut. Finden wir super. Haben wir nämlich bald dadurch. Viel ist nicht mehr, denk ich mal. Super solide Materialien ist bald fertig. Jo, klasse. Ich hätte aber gerne jetzt hier einen Raumhafen. Und die sind ja self-sufficient, sobald man das Solarfeld drüber gelegt hat. Hier wächst aber noch, ja. Okay, der Raumhafen kostet 360. Ich muss noch einen Monat warten und danach werden wir hier bei dem Planeten auch mal was wegnehmen an den Feldern, die hier voll liegen. Wir nehmen Laserverteidigung, Raketenverteidigungsmodul. Jo. Und danach werden wir hier was wegnehmen. Analyzed. Noch mehr Debris. Das ist immer noch unseres. Die haben hier jetzt einen Außenposten hingesetzt, die Schweine. Aber das ist okay, seid ihr meine Vasallen. Das ist okay. Absolut gut. Ich würde hier nämlich gerne einen hinsetzen. Aber hier lohnt es sich auf jeden Fall. Warte, erstmal machen wir das weg. Damit die Nahrung auch noch genutzt werden kann von irgendjemandem, der dort arbeitet. Und hier lohnt sich auf jeden Fall eine Mine. Auf jeden Fall. Wir haben eine Kolonie established. Wir sind bei 5 out of 5. Warum auch immer. Hier die ist etabliert. Da. Ne, hier die. Oh, Kontinentalwelten, die wäre auch gut. Oh, guck mal, wie schön die aussieht. Wie die Erde, nur ein bisschen netter.
Ja gut, mit viel mehr Wasser, wie es aussieht. Die weniger zusammenhängenden Landmassen leider. Finde ich nämlich eigentlich immer ganz gut. Kann man viel siedeln. Da wird ein Kraftwerk gebaut, das könnt ihr eh noch nicht unterstützen. Also hier ist im Grunde erst nochmal egal. Hier bringt es uns nichts. Research complete. Okay. Research complete. Yeah, nice. Debris Okay. analyzed. Wurmloch-Eindämmungsfelder. Bessere Erzeugungsrate, bessere Reichweite. Geil. 50% bessere Erzeugung wird das sein und 100% mehr Reichweite. Erweiterte Gefechtsrollen hätte ich aber auch gerne. Und die werden mittlerweile echt teuer. 65 Monate. Wobei das echt gut ist. Und die Kartografierung der Sterne. Ne, brauche ich nicht. Aber das da, das Forschungsinstitut ist super. Flat 555, das ist klasse. Das ist ein Sechstel. Ein Sechstel und da ein Siebtel. Dass wir einfach so Plus kriegen. Das wäre schon gut. 100 Monate. 65 Monate. Das ist ein plus 100% Upgrade. Ja. Ich dachte eigentlich, noch eine wäre fertig. Ach ja, die Massebeschleuniger wahrscheinlich. Jo, schließen. Dankeschön. War auch keine sehr teure Sache, leider. Naja. Es sind halt unterentwickelt eigentlich, die hier. In dem Punkt. Obwohl es das heißt, sie sind ebenbürtig, aber naja. Relative Leistung geht hoch. Das ist super. Hier. Gebäude untätig. Wir können Roboter hier hinsetzen. Wir können sagen, hier bauen wir einen Roboter. I mean, why not? Sollte ja relativ schnell gebaut werden, hoffentlich. System Survey complete. Der Roboter ist besser in Ausheben von Mineralien. Und wenn wir die Droiden bekommen sollten, dann wird das sogar noch besser, Leute. Das wird dann richtig geil. Research complete. Wir haben ein Konstruktionsschiff, das untätig ist. Warum bist du untätig? Ich glaube, das hier haben wir noch nicht gemacht. Da ist Petar. Okay, wieso machst du das hier denn nicht? Mach doch einfach. Guck mal, 4 für 90. Das ist super. Ingenieurslabor, nur für 2. Quantenraketen. Ja. Oder die Droiden. Und damit hätten wir nämlich Androiden und dann hätten wir noch eine bessere Feldproduktion durch Roboter. Ach, das wäre super. Und können wahrscheinlich auch kolonisieren. Es hieß, damit kann man kolonisieren. Auch wenn ich gerne das Bergbaunetzwerk 3 hätte, aber das hier ist es mir wert, für 2 Jahre die Forschung zu binden. Und dann will ich die Quantenraketen eigentlich auch haben. Brauchen bessere Raketen, Leute. Raketen sind geil. Aber ich will, sobald ich es kann, werde ich die nächste Stufe meines Raumhafens erforschen. Sobald ich es irgendwie kann. Und sobald ich es irgendwie kann, werde ich hier auch einen bauen. Wir brauchen mehr Raumhäfen, wir brauchen mehr Optionen. Viel mehr Optionen. Forschungsschiff, du bist wo? Du bist dort. Du könntest hier oben eigentlich anfangen zu erkunden. Versuch's hier. Und Bewohnbarkeit geht hoch. Yes, sehr gut. Wüstenwelt bringt uns nichts, glaube ich. Doch, Wüstenwelt bringt uns was. Wüstenwelt wäre super. Biolabor aufwerten. Mehr Vasallen. Aber wir haben so schon zu wenig davon, sonst bin ich Einfluss. Abbau von Alien-Haustieren wäre auch was. Gerade mal 16 Monate, geht schnell. Wüstenweltkolonisierung wäre auch super. Warte mal, Wüstenwelt war, glaube ich, sinnvoll. Oh ja, Wüstenwelt war klasse. Wir nehmen Wüstenwelt. Wir können danach immer noch Alien-Haustiere machen. Ich finde das trotzdem immer noch blöd, dass die. Oder zumindest wie stark es ist, denn dass die Anzahl der Pop, die man hat, der Population. Oh, sie haben hier. Ah, mit so einem Scheiß hier. Toll. Dass die Anzahl der Population, die man hat, es beeinflusst, wie gut man. Ist ja was? Wie gut man researchen kann, weil für mich macht das absolut keinen Sinn, Leute. Für mich macht das nur 200. Damn it. Und Hadam Associate Provinces hat League of Oogie. Ihr habt denen. Google Oma Mag. Okay, habt ihr die Rivalität erklärt? Okay, das ist mir recht. Wer seid ihr? Mit euch haben wir noch nicht geredet. Oberherr der Ausschuss für unugel-oma-magische Aktivitäten, das ist Mammalia, ist euren Agenten auf der Spur. Meine Agenten? Oh, sind ebenbürtig. Oh, sind die Flottenkapazität überlegen. Nice. Aber eigentlich seid ihr doch cool, oder? Ne, demokratische Kreuzzügler, I hate it. Vielleicht sollten wir echt auf Demokratie wechseln, aber ich will nicht. Können wir nicht so Wissenschaftsdemokratie sein, dass wir trotzdem unsere Wissenschaftsbonus behalten? Da bin ich dabei. Wir können nur auf 4 gleichzeitig eine Dings haben. Wo haben wir denn? Wir haben dort eine, wir haben dort eine, wir haben dort eine. Aber die kann ich eigentlich zurückziehen. Wir haben Grenzkonflikte, aha, wie auch immer das sein soll. Wir beordern mal die Botschaft zurück. Die sind immer noch freundlich, leider nicht mehr herzlich, aber ist okay.
Und werden hier eine Botschaft errichten, weil ihr... Maybe. Ins Bündnis wollt ihr nicht. Ihr sagt ja. Sie sind aber bereits... Wo seid ihr im Bündnis? Stellar Liga mit State of Ogieran. Ach, mit denen. Das ist natürlich scheiße, ne? Das können Bündniskriege geben. Und die sind sehr stark, beide. Ja, die sind mir beide ebenbürtig. Tadam. Ja, das heißt, mit denen Krieg wäre extrem scheiße. Die sind unterlegen. Warum wollt ihr nicht in mein Bündnis? Die würden nein sagen, okay. Zu denen würdet ihr ja sagen. Das ist doch alles Trottel, ey. Aber sie sind unterlegen. Wir können gegen die einfach einen Krieg führen. Hätten die mit drin, wenn sie loyal sind. Wir sind immer noch illoyal. Wir kriegen sie bald auf loyal. Sobald die loyal sind, sie mit drin, sie mit drin, sie mit drin und wir. Und das wäre auf jeden Fall denen ihr Todesurteil. Und so vor allem, wo sie jetzt schon unterlegen sind. Eigentlich brauche ich noch keine Botschaft mehr bei euch. Im Gegenteil, ich würde gerne die Rivalität erklären, aber ihr seid mit keinem Rivale, deswegen lassen wir das erstmal. Das heißt, ich kann mit euch wieder die Botschaft errichten. Warum brauche ich denn bei euch noch eine Botschaft? Ihr könnt nichts. Ich würde gerne den Planeten eigentlich dem Sektor übergeben. Dann wäre Broadleaf zumindest richtig gut. Aber wir hätten schon wieder eingebüßt. Ne, wir haben sowieso eingebüßt. Ne, 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 ne. Hier muss ich so einen Posten errichten. Wir müssen irgendwie auf 200 Einfluss kommen. Der Erlass. Der Erlass, der Erlass. Wir brauchen das, aber... Das Innenbündnis haut uns richtig raus. Haut uns so richtig einen rein. Ich würde euch nämlich gerne integrieren. Ich könnte es sogar. 160, ja. Ich glaube, jetzt ist die Zeit. Ich will euch integrieren. Ich weiß, wir verlieren jetzt einiges. Aber das ist mir relativ egal. Denn wir sollten es trotzdem schaffen, die direkt zu integrieren. Ich frage mich nur, wie lange das dauern wird. Irgendwo stand das. Ich konnte es irgendwo sehen. Da. 52 Monate, okay. Lange Zeit. Und danach haben wir keinen Einfluss. Oh. Eingehende Übertragung. Eine neue Kolonie. What? Hallo mal wieder. Ihr werdet euch freuen. Ah, sie! Geil! Ihr werdet euch freuen, zu erfahren, dass sich unsere Spezies seit unserer Ankunft vervierfacht hat. Wow. Viele von uns ließen sich von einer Feierlaune mitreißen, als wir den Planeten erreichten. Und die Frühlingsgefühle nahmen ein bisschen überhand. Wow. Sie hatten eine Freudensorgie. Alter. Nach der positiven Erfahrung bei der Kolonisation von Baldarak haben mich ein paar tapfere Pioniere gebeten, euch um Transport zu einem weiteren Gasriesen zu bitten. Wir haben bereits einen vielversprechenden Kandidaten in eurem Raumbereich gefunden, der sich für eine Kolonisation eignen würde. Was sagt ihr dazu, Freunde? Ja. Ja, solange es sich nur um Gasriesen handelt, ist es okay. Warum nicht? Wenn die auf Gasriesen, vielleicht geben die uns irgendwann nochmal was. Das wäre super. Drei Stück, zwei Stück. Ich glaube, wir brauchen ein Forschungsschiff dafür, ne? Ja. Und das ist auch noch zeitgebunden. Ne, ist es nicht diesmal, okay. Oh, wir haben Kolonieschiff. Kolonieschiff hier unten. Ich meine, der Planet ist ja direkt dazugekommen, das ist super. Hatten wir nicht irgendwo noch einen, den wir unbedingt kolonisieren wollten? Das war hier, das war dort. Aride Welt. Da ist noch eine tropische Welt, die wir haben könnten. Da unten halt noch. Ich hätte gern die tote Welt, ne? Die wäre super. Hier war noch eine Wüstenwelt, das weiß ich. Da, die können wir nämlich auch noch holen. Wüstenwelten, aber nur mit 50%. Das ist nicht so geil, aber die könnte dem Sektor gehören, dann ist es mir relativ. Relativ. Die beiden besten Sektoren kann ich nicht haben, ne? Das ärgert mich so sehr. Die will ich haben und die werde ich auch noch kriegen. Ozeanwelt. Ne, sonst ist keine Option mehr. Wir haben nur noch den hier. Das muss ein extra Sektor sein. Haben wir überhaupt Platz? Wir haben noch Platz für einen Sektor. Sehr gut. Wir haben noch Platz. Das Problem ist, das hier müssten wir eventuell wegnehmen als Sektor und hier einen hinmachen, wenn wir den Planeten kriegen. Oder wir müssen den hier rüberziehen. Aber die sind mir zu gut. Das sind meine Kernplaneten hier. Egal, kolonisier's. Wow, der ist so awesome. Das ist einer der genialsten Planeten. Vielleicht werde ich den auch nicht zu einem Sektor geben. Ich mach den zu einem meiner Kernplaneten. Das wäre auch okay. Er ist weit weg, aber was soll's. Der ist ziemlich gut. Stattdessen könnte ich lieber den hier weggeben, denke ich, oder? Da. Nee, der ist auch gut. Den hier? Ich glaube, der ist auch super.
Ja, der ist klasse. Der hier wäre es eigentlich, den ich weggeben könnte. Ohne große Bedenken. Auch nicht. Hä? Nö, wir haben eigentlich schon die schlechten weggegeben. Okay, cool. Wo ist denn der hier? Ah, den hier unten muss ich dann weggeben. Ja, das ist kein Problem, den geben wir weg. Das ist absolut okay. Das ist absolut okay. Aber den hier müssen wir mal mit was Besserem ausstatten. Ich glaube, wenn das hier unser sein wird, dann werden wir den hier jetzt alles geben. Nicht alles, aber so den oberen Teil hier wahrscheinlich. Das ist cool. Fitzroy's World finde ich super. Und Broadleaf und Levingwell. Das ist geil. Ich mag die Namen, deswegen ändere ich sie nicht, Leute. Es tut mir leid. Okay, hier haben wir jetzt einen neuen. Hier können wir noch einen Raumhafen bauen. Ja, in einem Monat. Es geht nur darum, dass wir 49 statt 50 haben. Das ist so gemein. Na komm. Noch können wir nicht kolonisieren und die Wüstenwelt ist auch noch eine ganze Weile weg. Oh ja, lange, lange Zeit. Raumhafen, bitte. Bloß nicht damit. Die sind stärker. Okay, unsere Truppen sind aufgerüstet. 1600, wir sollten... Oh, wir müssen neue bauen. Oh, scheiße. Okay. Ein bisschen haben wir ja auch Möglichkeiten dafür. Ich will auf jeden Fall die 20. Korvette haben. Ja, auf jeden Fall. Rivalitäten, League of Vogel, bla, mit Haddam. Ja, okay, ist cool. Die sind immer noch unterlegen, ne? In allem, ja. Construction complete. Ganz ehrlich, sobald die hier loyal sind, die sind loyal. Yes. Yes, yes, yes. Leute, ich würde sagen Krieg. Ich würde sagen Krieg. Allerdings würde ich auch sagen, wir brauchen noch einen Zerstörer. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zerstörer. Pursuer, klasse. Eigentlich würde ich die lieber diverser machen, aber das Dumme ist, eine diverse Flotte ist anscheinend Kacke. Und das finde ich doof. Das finde ich blöd gemacht. Weil immer wenn ich die Flotte divers gemacht habe, war ich noch schneller tot als normal. Das ist voll ungeil, ehrlich gesagt. Bau erstmal hier das da und dann baust du das da, damit wir noch viel mehr Ingenieurswissen kriegen. Bekommen. Nicht kriegen. Kriegen ist ein doofes Wort. Oh, das ist auch nice. Ja, warum nicht? Da können wir nicht hin. Oh. Dafür können wir das erkunden. Und du... Mudox. Ja, weißt du was? Und danach das läuft. Das Black Hole. Oh, das bringt uns gut. Gut Physik. Aber das ist nicht unser Sektor. Die werden gerade integriert. Das dürfte auch... Warum gibt es hier keine Integration? Wo ist der Integrationspunkt? Ich hätte gerne Integration hier. Wie bei EU4. Integration Time. Left. Warum ist das nicht? Warum gibt es das nicht? Das Bündnis sieht gut aus. Wir haben 25 Schiffe, die haben 17. 8 Armeen, 6 Armeen, 10 Planeten, 1 Planet. Großartig. Wir haben 10 Planeten, Leute. Geil. Bald 11. Bald 15. Und hoffentlich noch ein paar mehr. Geil. That's going to be fun. Oh, minus 2 auf einmal. Wow. Und jetzt haben wir auch noch negative Bilanz. Oh, shit. Oh, shit to read. Und das trotz den super Systemen hier. Das ist denen leider jetzt. Wirklich, das ist eigentlich unseres. Gouverneur Alicia ist gestorben. Arme Alicia. Die Wurmlochstation gehört auch nicht mehr uns. Gut, dass wir hier zwei haben. Es sind nur noch die hier, die uns gehört. Die hier gehört jetzt auch denen. Also zumindest haben wir sie nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, Gouverness ist gestorben, und zwar die von Gamerit Prime. Wir wollen einen neuen Gouverneur. Gouverneuse. Mehr Forschung. Brauchen wir nicht. Ich will Forschung. Okay, und dieser Gouverneur wird... der Blitzball-Freak. Ja, komm. Blitzball-Freak. Viel Spaß dabei, Gamerit Prime zu unterhalten. Na, gut, gut, gut. Können wir hier was aufrüsten? Nein, das finde ich ein bisschen schade.
Construction complete. Colony established. System survey complete. Construction complete.
System Survey complete. Research complete. Anomaly found. Construction complete. Research complete. System survey complete.
Research complete. Thank you.